Ladies and gentlemen, welcome to the 11th International Day Against Homophobia and Transphobia here in Berlin. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum 11. Internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie in Berlin. In über 70 Ländern der Welt werden Homosexuelle und Transsexuelle strafrechtlich verfolgt. In 7 dieser Länder droht Homosexuellen und Transsexuellen die Ermordung durch die Todesstrafe. Wir nennen euch jetzt diese knapp 80 Länder. Hey, so viele schon. Afghanistan. Ägypten. Algerien. Angola. Antigua und Barbado. Äthiopien. Bangladesch. Barbados, Belize, Bhutan, Botswana, Brunei, Burundi, Cookinsel, Dominica, Eritrea, Gambia, Gaza, Ghana, Grenada, Guinea, Guyana, Indien, Irak, Iran, Jamaika, Jemen, Kamerun, Katar, Kenia, Kiribati, Komoren, Kuwait, Lesotho, Liberia, Libyen, Malawi, Malaysia, die Malediven, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Myanmar, Namibia, Nigeria, Nordkorea, Oman, Pakistan, Papua-Neuguinea, Sambia, Samoa, Sansibar, Senegal, Singapur, Salomonen, Saudi-Arabien, Zimbabwe, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, Santa Lucia, Santa Vincent und die Grenadinen. Sudan. Südsudan. Swasiland. Syrien. Tansania. Togo. Tonga. Tunesien. Trinidad und Tobago. Turkmenistan. Tuvalu. Uganda. Usbekistan. Vereinigte Arabische Emirate. Und nun, liebe Freundinnen und Freunde, begrüßt unser Moderatorenpaar hier am Brandenburger Tor beim Internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie. Hier sind für euch Anni Heger und Holger Edmeier. Herzlich willkommen, Berlin. Zum 11. Eidehorn hier in Berlin. Herzlich willkommen hier im wunderschönen Berlin auf dem Pariser Platz, direkt vor dem Brandenburger Tor. Man kann einfach nur sagen, dem Anlass angemessen. Die Kulisse, ja. Die Kulisse stimmt schon. Ich habe es auch extra nochmal geputzt vorher. Ich dachte, da oben hast du ein bisschen mehr Mühe geben können. Das stimmt schon. Herzlich willkommen und als erstes möchten wir uns erstmal ganz kurz vorstellen. Wir haben es gerade schon, wir sind ja schon vorgestellt worden. Wir werden heute Abend wie bei den Oscars, wie beim Grand Prix durch diese Kundgebung führen. Ich möchte vorstellen, an meiner goldenen Seite, zu meiner Rechten, Miss Anni Heger. Herzlichen Dank.
Ja, und von einem goldenen Stern fällt ja auch manchmal ein wenig Staub ab. Und hier auf meiner Schattenseite. An meiner Linken der einzigartige und fantastische Holger Ettmeier. Ich habe gerade schon gesagt, wir werden heute quasi wie bei den Oscars ein bisschen wie bei dem Grand Prix durch den Abend führen. Das bedeutet, wir werden das Ganze natürlich zweisprachig machen. Auf Deutsch und Plattdeutsch. Von Haben willkommen, Levelü, hier in Berlin. Annie, also Plattdeutsch, ich weiß, du hast schon gesagt, das ist auch eine Minderheit. Ja. Sie haben mit dir auch eine wunderbare Fürsprecherin gefunden, aber heute international, das bedeutet Deutsch und Englisch. Englisch, genau. Okay. Von daher nochmal. Herzlich willkommen heute Nachmittag, muss man sagen, zum 11. Ida Hot auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Welcome! Oh, this will be easy. Come on, in English, please. Oh, nee. Okay, welcome, Berliners and Berlinerinnen, guests and tourists. I hope that you will understand us, that you will understand me. It's great that you showed up and in front of this Brandenburg Gate. Was hast du denn alles gesagt? Du darfst nicht so lange Sätze sagen. Hier auf dem Pariser Platz, aber das hat mir vorhin schon alles von daher. Ja. Ich möchte erst einmal an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön loswerden an all die Menschen, die heute hier schon seit 10 Uhr mit den Fahnen der besagten Länder, in denen Homosexuelle und Transsexuelle strafrechtlich verfolgt werden, auf dem Platz sind und diese Kundgebung somit eröffnet haben. Vielen lieben Dank. Yeah, thank you all the people that showed up already this morning at 10 o'clock and all the people that are carrying those flags, not only the rainbow flags, but the flags from the 77 countries where homosexuality and transsexuality is still a crime. Thank you. Wir alle gemeinsam.